Abt Gregor, warum erfahren denn Klöster touristisch gesehen in unserer heutigen Zeit so einen großen Boom und was sagt das vor allem über unsere Gesellschaft aus? Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Menschen, als wir glauben, die suchen. Sie wissen es zwar selber oft nicht und vor allem wissen sie nicht, was sie eigentlich suchen, aber sie sind unterwegs und suchen und natürlich sind Klöster Gegenpunkte, Gegenstände, Orte, wo man etwas finden kann oder sich zumindest bewusst wird, dass man sucht. Deswegen habe ich das Zitat von Papst Benedikt XVI. So gern, wie er bei uns in Heiligenkreuz war: Immer wenn ihr euch zum Chorgebet versammelt, gebt ihr denjenigen, die suchen, Zeugnis, dass ihre Suche nicht ins Leere geht. Also ich glaube, die Menschen suchen und spüren instinktiv, dass auch, selbst wenn ein Kloster aufgehoben ist, in den Bauwerken und Kunstwerken für sie Anregung für ihre Suche da ist. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus? Dass sie trotz aller materialistischen und trotz aller konsumistischen und liberalen Tendenzen doch die Anima Naturalita Christiana, das innere Suchen nach Gott, das Streben nach dem Sinn des Lebens letzten Endes nicht verloren hat. Wer kommt denn nun ins Kloster? Ist das ein bestimmter Menschenschlag oder ist das eine ganz bunte Mischung? Die Aufschriften auf unserem Klosterladen, wo also die 100.000 bis 200.000 Touristen, die wir im Jahr haben, durchgeführt werden, sind inzwischen auf Russisch, Japanisch, Englisch und Deutsch. Und dass also Studenten auch zu uns kommen, die nicht Theologie studieren, die im Kloster Ruhe suchen, um ihre Diplomarbeit, ihre Dissertation zu schreiben, oder Dichter, die ein Kunstwerk schaffen wollen. Es ist alles das Streben nach Konzentration. Unsere Zeit ist auf Zerstreuung, auf Spaßgesellschaft, auf unterschiedlichstes nacheinander eingestellt und es fehlt die Möglichkeit der Konzentration. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch wichtig, dass im Kloster also diese Möglichkeit auf Konzentration, die Stille nicht als Taubheit, sondern als Ruhigwerden, um besser hören zu können. Wie bringt man denn nun in der Realität sowas zusammen? Auf der einen Seite das klösterliche Leben und auf der anderen Seite die Touristen, die hier für eine Auszeit, eine gewisse Zeit kommen. Wir haben einen Gästetrakt, der ist gar nicht sehr groß, 40 Betten oder ein paar mehr. Und wer dort bei uns zu Gast kommt, hat die Möglichkeit, er wird zu nichts gezwungen, am klösterlichen Leben, also der Heiligen Messe und dem Chorgebet teilzunehmen. Ansonsten mehr die Stille, um das Kloster herumzusuchen und zu finden, aber auch die Möglichkeit, einen geistlichen Vater zu beanspruchen. Über den Gastmeister sagt er, ich möchte gern eine geistliche Begleitung haben, ich möchte gern mit einem Priester sprechen oder auch die Heilige Beichte feiern, dass er also hier diesen Ansatzpunkt findet. Die nächste Stufe ist dann, das ist ein Männerkloster natürlich nur mit Männern möglich, dass jemand Kloster auf Zeit macht, dass er wirklich in das Kloster hineingenommen wird, in der Klausur wohnt. Auch die Mahlzeiten und die Freizeiten, wo man sich unterhält und Kaffee trinkt, mit der Gemeinschaft feiert und darüber hinaus vor allem natürlich also die Liturgie mitfeiert. Das sind so die zwei Hauptstufen. Die letztere dient natürlich auch dafür, wenn jemand mit einer Berufung ringt und noch nicht weiß und da mal so schnuppern möchte, dass er das miterleben kann, um zu sagen, doch, das ist mein Weg. Beobachten Sie jetzt an den Menschen, die zu Ihnen kommen, eine Veränderung in der Zeit, in der Sie im Kloster sind? Gehen Sie als andere Menschen wieder heraus? Nein. Das kann ich auch beurteilen von meiner eigenen Berufung direkt ins Kloster hinein. Wenn jemand ins Kloster geht, damit meine ich jetzt vor allem der eintritt, aber auch den Besucher, der Exerzitien macht und sagt, nachher werde ich ein anderer Mensch sein, der geht einer Illusion nach. Man bleibt immer derjenige, der man ist, aber man kann natürlich innehalten, sich neu orientieren, Anregungen fürs geistliche Leben aufnehmen, um so neu in den Alltag hinein sich zu positionieren. Aber man bleibt immer der, den man ist. Man kann nicht vor sich selber fliehen. Muss man diesen Trend jetzt vielleicht auch etwas kritisch sehen? Eigentlich nicht. Ich würde sagen, wir sollten in allen Schienen, ob das unter Massentourismus ist oder Exerzitien oder Kloster auf Zeit, versuchen, unsere seelsorglichen Kapazitäten aufzubauen, um diese Chancen für die Verkündigung zu nutzen.